Ha! Find a seat if you can! Moin moin Leute und ganz ganz liebes herzlich willkommen zurück zu Hearthping Heroes of Warcraft. Wir haben Quests, Challenge a Friend, Rogue und Shaman Mask. Ja, die machen wir heute nicht. Ich denke gerade so, wenn ihr mal Bock habt auf so eine 80 Gold Quest da, ich weiß gar nicht, man kriegt, glaube ich, hier steht ja Both Earn a Reward. Ich glaube, der andere kriegt auch was, dann schickt mir doch einfach mal so eine Anfrage. Hier, was ist mein Battle Tag? Der ist irgendwas mit Ping. Hier, Ping. 21144. Mhm, genau. Dann, und, oh, jetzt habe ich natürlich schon verraten, dass wir, naja, macht nichts. Schön, dass ihr wieder da seid. Moin, moin. Es ist ein ziemlich sonniger Frühlingsmorgen hier gerade. Und vorhin streifte ich durch den Garten, aber bevor ich jetzt irgendwelche Gartengeschichten anfange zu erzählen, wählen wir uns hier erstmal ein. Also wir spielen auf Rang 5. Wir machen sozusagen da weiter, wo wir in den vorherigen Seasons nie hingekommen sind. Den Ort Paladin. Das bedeutet also, dass wir ein Deck spielen, in dem nur ungerade Mana-Karten drin sind. Und dass wir dafür den Vorteil haben, dass unsere Hero Power geupgradet ist. Also da kommt am Anfang Baku the Moon Eater und sagt irgendwas. Und dann pupst die so einen Mondstrahl, sehen wir gleich auch, auf unsere Hero Power. Und wir können dann für 2 Mana 2 Silverhand Recruits erschaffen. Das ist natürlich viel, viel besser. Ach, und gegen den anderen Paladin. Ich spiele so gerne gegen andere Paladin. Ja, das glaube ich dir. Ja. Oh no. Gut, gucken wir mal, was das für einer ist. Unser Deck basiert darauf, dass wir versuchen, Board Control zu haben. Da war sie. Board Control zu haben und möglichst früh Druck zu machen. Ja. Well met. Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil er überhaupt nichts hatte. Also er ist weder ein Even noch ein Odd-Parler, das heißt, er ist wahrscheinlich ein Murloc-Parler, oder? Sollen wir? Klar. Wir nutzen von Anfang an den Tempo-Vorteil, den uns die Coin gibt, und schauen mal, was er so macht. Also im besten Fall, aber nicht mehr auf Rang 5, ne? Also auf Rang 19 würde er jetzt, genau, da ist der Murloc. Auf Rang 5, 19 würde er jetzt einfach die beiden da reintraden und ich würde mich freuen und so denken, ach, das Leben hat auch noch einen Sinn, aber naja, also nee, ganz so schlimm ist nicht. Wie geht's euch? Habt ihr auch wieder angefangen mit Hearthstone? So, hier jetzt zu Witchwood? Witchwood! Das klang schon wieder nicht hexig, ne? Es liegt aber auch daran, dass 10.20 Uhr ist, also 5. Ja. Jetzt war ich wirklich für einen Moment. Ist das doch gar nicht so ein schlechtes Play, wie ich immer dachte? Ist vielleicht gar nicht, ne? Krass. Natürlich hat er auch ein Secret. Ja, das ist kein so geiles Matchup für mich hier. Was mache ich denn jetzt? Also wir können Raid Leader spielen, da haben wir 2 Attacke hier und rennen da in die 2 rein, aber er wird wahrscheinlich ein Noble Sacrifice. Nee, hat er nicht. Das ist kein Noble Sacrifice, dann ist das Repentance, oder? Reduce, freshly played, irgendwas, Dingsbums, um 2 Jahre. Also das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich hier mal die Kontrolle über das Board bekommen müssen. Ach ja, kommt, Leute. Nee, Redemption. Ach, ist ja geil. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, sonst wäre ich ja mit ihm. Ja, okay. Also hier wieder Pro-Plays von Ping. Ich sollte vielleicht nicht über die anderen lästern, wer es die so spielen, sondern mich auf mein eigenes Spiel konzentrieren. Und das ist eine sehr, sehr gute Waffe, gerade für ihn in dieser Situation. Damit kann er mein Board clearen und verliert selber nichts. Das ist bisschen schade jetzt für uns. Also, kann man auch mal ruhig so sagen, wie es ist. Vielleicht so. Spielen die Consecrate? Die Murloc Palas? Das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht lassen wir es erstmal so. Und hoffen, dass wir danach ein Matchup haben, das viel, viel besser für mich ist. Also angeblich hat mein Deck eine Winrate gegen Paladine von über 60%.
merke ich jetzt nichts von. Also gegen Paladin ist zurzeit mein schwächstes Matchup. Da habe ich, glaube ich, in meiner persönlichen Statistik 20% Winrate und Aua. Oh, der ist aber auch sehr, sehr gut. Also wir haben diese Waffe auch im Deck. Das ist ein Unidentified Maul. Maul, jawohl. Der bekommt eine zusätzliche Eigenschaft in der Hand. Also es ist immer eine 2-2er Waffe. Aber es gibt diesen Purifier's Maul, den er jetzt zweimal hatte. Der ist sehr, sehr gut, weil man dadurch allen seinen Minions, die man so hat, Divine Shield geben kann. Dann gibt es den Sacred Maul, der gibt allen Taunt, den mag ich nicht so gern. Dann den Champion's Maul, der beschwört zwei Silverhand Recruits. Und dann gibt es noch den So-und-So-und-So-Maul. Der gibt allen plus 1 Attacke. So, jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen gucken. Also wir wollen nicht, dass der sich weiter bufft. Wenn wir da durch wollen, müssen wir die Eule spielen. Wenn wir die Eule spielen, haben wir schon 3 Mana verbraucht, können wir noch das und das da machen. Ja, finde ich ganz geil. Obwohl, dann kann ich auch... Was ist denn dann besser? Ist das dann besser, den zu silencen? Und da reinzulaufen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Wir machen das mal so gerade. So. Huhuhu. Laufen hier rein. Geben wir uns da so und so. Ja, und guck mal, was weiter passiert. Wir könnten ja auch mal irgendwie Karten ziehen, die... So, solche Karten. Wäre doch ganz geil. Ja, also es gibt 4 verschiedene Arten von Mauls und die, das weiß man immer erst, wenn die in der Hand landen. Oh, 2-mal Call to Arms direkt nacheinander, ist aber auch krass. Tja. Ah ja, das ist alles natürlich völlig richtig, was er da macht. Ein bisschen schade an unserer Art von Deck ist, dass wir überhaupt keine Art von Boardkiller haben. Also wir können nur, den spielen wir im nächsten Zug, wir können nur, das ist sehr gut jetzt für uns, wir können nur hoffen und beten sozusagen, dass wir nicht in Anfechtung fallen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, okay, machen wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er hat schon fast die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren und wir strahlen hier noch mit jungfräulichen 30 Leben durch die Gegend. Das wird sich natürlich sofort ändern. Ja, wenn er einen dieser freundlichen Dinosaurier spielt, mit denen er denen jetzt plus 3 Attacke allen geben kann oder Divine Shield oder Wind Fury oder... okay. Das ist denn so. Ja, wir gucken. Leute, man muss auch mal ruhig bleiben im Leben, das geht so nicht. Wie ich zum Beispiel vorhin im Garten. Ich bin da mal runter in den Garten hier, in dieser Scheußlichkeit, in der ich wohne, gibt es nämlich einen gemeinsam genutzten Garten. Und wenn es noch so früh ist, vor allem am Wochenende, ja, früh ist relativ, ne? Dann hat man da eine gewisse... Oh, er hat den zweimal. Oh je. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Für mich habe ich verloren. Habe ich, ne? Krass. Ja, okay. Dann spielen wir den nicht im nächsten Zug. Nee, machen wir jetzt gar nicht mehr. Macht nichts. Kommt gleich auf ins nächste Match. Sich hier nicht verrückt machen lassen. Ja, da war ich im Garten und ich habe eine Pusteblume genommen. Kennt ihr die noch? Löwenzahn. So, also eine Pusteblume und ich habe die so gepustet und diesen Dingern hinterher geguckt. Und dann hatte ich diesen kahlen Stiel in der Hand, diesen Stängel von dem Löwenzahn. Und da war so eine blaue Schüssel, so eine blaue Plastikschüssel, die stand neben einem der Gartenstühle. Die war gefüllt mit Wasser. Schaut mal, noch ein Paladin. Ja, das Spiel merkt, dass ich aufnehme, glaube ich. Und da habe ich mich dran erinnert, wie das früher war mit meiner Oma. Da habe ich im Garten gesessen und sie hatte so eine große, also riesige, in meiner Welt, da hätte ich dreimal reingepasst, so gefühlt, Schüssel, auch aus Plastik, mit Wasser drin. Und dann hat sie so mit ihren Fingernägeln, dem Daumennagel und dem Nagel des Mittelfingers, in den Löwenzahn eingeritzt und dann da reingeworfen. Und das ist schon wieder ein Murloc-Parler.
Eingeritzt, genau. Und wenn man die dann ins Wasser tut, dann passiert was. Und was da passiert, das verrate ich jetzt nicht. Das müsst ihr selbst herausfinden, liebe Kinder. So. Ich hätte natürlich jetzt die Hero Power benutzen können, aber hatte ich keinen Bock drauf, weil es ja auch viel darum geht, früh Board Control zu haben. Und gerade gegen aggressive Decks, die eigentlich nicht so viel oder nahezu gar keinen AOE haben, so wie wir ja auch nicht, ist das gar nicht so schlecht. Hm. Na, was machst du? Für drei Mana. Nee, das ist kein Murloc-Paladin. Was ist denn das? Dann spielt er vielleicht doch mit Consecration. Mach das mal so. Moin, Stecknadel. Ich mach das mal so. Und so. War vielleicht doof, ne? Naja, ist jetzt ein bisschen die Frage. Also ich gehe jetzt davon aus, er spielt... irgendeine ganz strange Form von Control Parler. Na gut, dann entdecken wir uns immerhin hier noch irgendwas... Nettes... Ja, das wollen wir eigentlich nicht, ne? Damit schaden wir uns am Ende nur selber. Nehmen wir mal die hier. So. Pum. Das ist ja interessant. Also das habe ich noch nicht gesehen, diese Art von Deck. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, gegen was ich da spiele. Gucken wir einfach mal. Hier auf Rang 5. Das ist ja wieder so ein Plateau-Rang, wo dann gleich auch für uns stehen wird, you can't lose stars at this rank. Das heißt, man kann da auch ein bisschen experimentieren und mal gucken, ob das, was man da vorhat zu spielen, für diese... wie sagt man da, Preisklasse oder so, ob das da passt. So. Und ob man damit weiterkommt oder eher nicht. Also man hat hier schon eine Reihe recht guter Spieler, gegen die man das mal testen kann. Und man verliert ja nichts. Ja. Ja, wir verschwinden ja schon. Out of his jungle hier. Ja, ansonsten ist auch viel los, so. Also, weiß nicht, ob bei euch auch, aber bei mir jedenfalls. So, jetzt können wir für... Wollen wir einfach Karten ziehen, Leute? Machen wir mal hier, also wenn ich den noch wegwerfe, also nicht wegwerfe, sondern wenn ich den spiele, dann ziehen wir für 3 Mana 4 Karten. Finde ich gerade nicht so unattraktiv, muss ich mal sagen. So, hier haben wir jetzt den, ja, der ist schon mal ein bisschen besser, ein anderer Schnack ist das. Und den können wir auch gleich sehr gut spielen. Ja, alles klar. Lassen wir erstmal so. Ist viel los, ich genieße meine Wochenenden dafür umso mehr, muss ich sagen. Kennt ihr das? Wenn man so denkt. Hm? Ja, das habe ich gerade. In der Schule bin ich übrigens immer für meine außerordentliche Präzision im Ausdruck gelobt worden. Mhm. Kein Scherz. So, ja, wir haben jetzt eine Reihe von Optionen hier. Wir können den hier spielen, dann können wir mit uns und dem da reinlaufen und... sollten dann aber zuerst noch andere Sachen spielen. Ja, dann spielen wir doch. Wir sollten uns aber auch nicht zu sehr jetzt für Consecrate darbieten, oder? Nicht overextenden, wie man so sagt. Ja, komm, dann nehmen wir einfach den hier. Laufen damit da rein. Und... so, und zack. Und dann kann er zwar gleich mit einer einzigen Consecration uns komplett auslöschen, aber wir haben wenigstens Möglichkeiten hier zum Comeback. So ein bisschen. Ja. Also der hier macht, genau, das ist eine 4-3er-Waffe, was ja schon mal gar nicht so verkehrt ist für 7 Mana. Und dann auch noch, wenn man attackiert, kriegt man 2 Silver Hand Recruits. Und das ist natürlich ganz gut, denn wir wollen ja viele von denen haben, damit wir zum Beispiel so eine Karte spielen können. Die haben wir zweimal im Deck. Und... oh. Nein, nicht Museum.
Museum. Ich gebe dir gleich Museum. Alles klar, so, wie machen wir den weg? Den machen wir weg mit Hilfe von einem Silver and Recruit und wir laufen da rein. So, dann haben wir noch 5 Mana, davon können wir Stonehill Defender spielen, das machen wir dann aber zuerst. Und unser Hero Power, alles klar. So, deal with that. Was wollte ich jetzt die da? So wollte ich, glaube ich. Dann wollte ich, dass alle eine Attacke bekommen. Dann wollte ich hier reinlaufen, so. Und dann wollte ich ihm auch mal ins Gesicht geben. Also ihr. Das ist ja, diese Frau von... Ja. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ist das das Beste, was ich machen kann? Ja. Oh. Wie heißt sie denn noch? Lunessa nicht. Lunessa ist die Karte. Die heißt... Hier, das ist diese oberste Blutelfen-Tutsi. Von den Paladinen da, von den Blutrittern. Ich komme überhaupt nicht drauf. Ja. Was kannst du machen? Krieg ich trotzdem noch Karten. Aha. Krieg ich keine Karten. Der hilft uns leider jetzt auch nicht so sehr. Ja, heil ich euch um eins, ist in Ordnung. Der hilft uns leider gerade auch nicht so sehr. Gibt's eine Möglichkeit, dass ich den wegmache gleich? Nee, ne? Also wir haben 3. 4. 5. Nö. Nö, gibt's keine Möglichkeit. Dann können wir nur so machen. Und so. Du lieber Himmel, der hat aber lange geraucht. Und dann warten wir einfach ab, was passiert. Kriegen wir noch eine Karte von ihm, vielleicht irgendwie was. Ach naja, wer weiß. Wenn er auch sehr controllig spielt und so ein Palabums ist. Können wir mal gucken. So, gib mir ins Gesicht. Na gut. Also das hier ist eine Karte, die zerstört alle One-Cost-Spells in beiden Decks und hat jetzt eben bei uns das verbleibende Lost in the Jungle zerstört. Ja, okay. Das ist ärgerlich, aber jetzt auch nicht der Untergang des Abendlandes. Ich hätte eigentlich gerne irgendwas zum Tornen oder so. Sollen wir Doom Pact einfach spielen? Wir spielen erstmal Death Grip. So, schwupps. Oh ja. Oh, wie nützlich. Doom Pact spielen, verlieren wir 2 Karten. Und können noch für 3 Mana was spielen. Ich hasse dieses Doom Pact. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Deswegen spiele ich ihn jetzt einfach mal und gucke mal, ob das richtig war. Oh ja. Ja, das wären natürlich 2 wichtige Karten gewesen. Oh, Ping. Jetzt hast du verloren. Jetzt ist alles aus. Ich dachte, wir haben schon früher verloren. Nee, das war wahrscheinlich nicht so gut. Naja. Hier, wir machen mal Ice Crown Citadel auf. Puh. Und betätigen uns als Eisskulpteure. Für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. So, schwupp. Wird auch nicht besser. So, jetzt mal eben überlegen hier. Also, wir werden tendenziell im ganzen Spiel nicht mehr Silverhand Recruits haben als jetzt diese Anzahl hier. Deswegen spielen wir das jetzt. Und dazu spielen wir auch noch irgendwas anderes. Nämlich, überlege ich mir noch. So, dann wollen wir auch weghauen. Dazu spielen wir den Acolyte of Pain, weil wir es können. So, ins Gesicht. Jesus Crimes ist ja auch ein seltsamer Name, oder? Ich meine, kann nicht jeder so einen formschönen Namen haben wie wir, aber... Bin mal gespannt. Macht er jetzt Equality? Hier, wie heißt das? Equality Consecrate wäre doch jetzt ganz gut für ihn, nicht? Da setzt er die Lebenskraft aller Leute auf 1 runter.
und fügt dann allen Gegnern 2 Schadenspunkte zu. Das macht er jetzt auch. Genau. Oh. Krass. Ja, Taunt haben wir nicht mehr im Deck. Das macht gerade alles ein bisschen schwierig. Hat ja auch noch eine zweite Consecration, ne? Die hat er wahrscheinlich auch schon auf der Hand. Wenn wir ihn spielen, ist er tot, aber... Ja, in solchen Situationen weiß ich immer nicht. Also wenn mein Paladin-Ansturm früh abgewehrt wurde, dann bin ich immer so ein bisschen... Wisst ihr? Ist dann auch viel die Losung des Tages. Ja. Aber das ist eine gute Tradition, oder? Dass wir eine Season beginnen und erstmal das gar nicht so rund läuft. Aber das Gute ist, dass ich jetzt dieses Programm von HearthstoneReplay.net benutze. Da verknüpft man sein Blizzard-Konto ganz offiziell über eine Blizzard-Lizenz mit denen und dann zeichnen die für einen auf, was man so für Spiele hat, und dann kann man sich die nochmal angucken. Nicht so hübsch grafisch wie hier im richtigen Spiel, aber immerhin. Aber man kann sich die nochmal angucken und nachvollziehen. Und was spielst du jetzt denn? Oh je. Und vor allem kriegt man eine Winrate raus für das Deck, das man spielt. Und weil ich ja diese Tendenz habe, immer zu denken, wisst ihr? Habe ich so gedacht, ist das vielleicht mal ganz gut, denn dann sehe ich, was ich tatsächlich für eine Winrate habe hiermit. Und nicht nur, oh nein, ich habe jetzt 2-mal in Folge verloren, ich werde nie wieder ein Spiel gewinnen. Und ich bin gerade, oder war gerade, bevor wir angefangen haben, bei einer Winrate von 60% mit diesem Deck bis hierher. Und glaube, wir sind jetzt vielleicht so auf 58 runter, aber das macht ja nichts. Also das wird ja auch wieder besser. Und selbst wenn nicht, wäre 58 immer noch wahnsinnig gut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Darf man nicht. Denn wenn man das vergisst, dann kommt die Ordnungspolizei. Nee, wie das kommt. Oh. Ja. Sehr freundlicher Herr, dieser Helligkönig. So. Also wir kriegen den weg, das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie wir das machen. Nutscher next. Nutscher alles next. So, fort. Mal gucken, was passiert. Wir spielen jetzt auch schon relativ lange an dieser Partie, habe ich so das Gefühl. Also das ist nicht normal für dieses Deck. Normalerweise hat man entweder nach 6 Minuten gewonnen oder verloren. Ja. Keine Ahnung. Hier gegen diese ganzen experimentellen Paladin-Decks da. Schubs. So, wir versuchen es nochmal hier. Vielleicht kommt ein bisschen was Hübscheres raus. Aber für einen Anfänger gar nicht so schlecht. Aha. Aha. Hier, Internidas und so, wisst ihr? You require my assistance. Bam, 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 bam. Wäre unendlich froh, dass Iceblock in die Hall of Fame gegangen ist. Ich habe das so... Also ich spiele sowieso nicht gern gegen Magier, die machen mich aggressiv. Aber, oh, my magic shall not save me. Oh. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Habt ihr das verstanden, warum er jetzt erst den gesilenced hat? Ich meine, klar, die hätten weiter plus eins durch ihn bekommen. Aber... Ah, vielleicht hat er ihn auch einfach nur gespielt, damit er ihn hat. Das gibt's ja auch manchmal.
Ja, wir sind ganz schön, ganz schön am Popo hier. Eigentlich haben wir das verloren. Also eigentlich kann man da nichts mehr machen. So, kann ich nochmal hier ein bisschen angeben, aber da läuft nicht mehr viel. Ja, ach Leute, Ist das so eine Nummer von, wer tagsüber verknittert aufsteht, hat tags... Nee, wer morgens, ich hab's versaut. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh ja. Schwupps. Na gut, nehmen wir hin. Es werden wieder an... Hier ist es. You can't lose stars at this rank. Naja. Und wir sind bald mit dem Paladin auf der Höchststufe, hier auf 60. Und dann haben wir 2 goldene Stormwind Champions. Wenn der 2. goldene dazu kommt, dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. Und schon fast 300 gewonnene Spiele mit dem Paladin. Vielleicht wird das die erste Klasse, mit der ich mir dann irgendwann auch mal so einen goldenen Helden hier besorge. Ja, alles klar, Leute, das war's für heute denn schon. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, obwohl wir ordentlich auf die 12 gekriegt haben. Lasst euch nicht entmutigen. Egal, wie oft ihr auf die 12 bekommt, wir stehen immer wieder auf und richten unser Krönchen und fragen uns dann nicht, warum wir überhaupt mit Krönchen unterwegs sind. Also, jetzt erstmal einen super tollen Tag oder eine schöne Nacht oder alles, was gerade gut für euch ist. Ja, und wenn ihr mögt, dann gern bis zum nächsten Mal. Also, tschüssi, Leute.